Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan durch die Welt. Aktuell bereisen wir die Iberische Halbinsel und sind absolut fasziniert sowohl von der atemberaubenden Küste als auch von Zielen im Inland. Seit 4 Wochen sind wir nun in Portugal unterwegs. Wir haben uns unter anderem die sehenswerte Hafenstadt Porto angeschaut, mehrere Nächte an einsamen, abgelegenen Stränden verbracht, von steilen Klippen auf das Meer hinausgeschaut und magische Sonnenuntergänge an der Atlantikküste erlebt. Nachdem wir in der letzten Woche die spektakulären Paläste von Sintra ein paar Kilometer nördlich von Lissabon besichtigt haben, nehmen wir euch im heutigen Video mit ins Zentrum der portugiesischen Hauptstadt und stellen euch unter anderem auch unseren Campingplatz dort vor. Viel Spaß! Hallo aus Portugal und auch hallo aus Lissabon. Wir sind in der portugiesischen Hauptstadt angekommen und haben gerade als allererstes hier auf dem Campingplatz eingecheckt. Wir stehen hier auf dem Lisboa Camping, heißt der, glaube ich. Und das auch gleich ganze 5 Nächte, denn wir haben ein Nebensaisonangebot in Anspruch genommen. 5 Nächte für 86,10 Euro. Stellplatz inklusive Fähr- und Entsorgung und Strom und allem drum und dran. Den Campingplatz werden wir euch auch gleich bestimmt noch zeigen. Aber als allererstes wollen wir jetzt mal direkt runter in die Stadt fahren, denn der Wetterbericht hat für die nächsten Tage sehr, sehr, sehr viel Regen vorhergesagt. Jetzt gerade ist es aber trocken, das wollen wir nutzen, also los geht's. Wir nehmen jetzt ausnahmsweise den Camper für den Weg in die Stadt, weil wir jetzt heute noch nicht die große Stadtbesichtigung machen, sondern ja nur in einen ganz bestimmten Stadtteil fahren, nach Belém. Der liegt ein kleines bisschen außerhalb und da gibt es so ein paar Sachen, die wir uns anschauen wollen, die fußläufig um den Parkplatz rum liegen. Deswegen bietet sich das jetzt an und morgen werden wir dann mit Sicherheit den Bus oder ein Uber nehmen. Das dürfte dann sehr viel entspannter sein für die Stadt selbst. Ja. Okay, nehmen wir Tina ausnahmsweise auch mit. Danke. Sehr liebenswürdig. Ja, ne? Ja. Und jetzt hat unsere Frau hier gerade auch noch ein Parkticket geschenkt, weil sie noch 2 Stunden über hat. 2 Stunden, 20 Minuten. Ungefähr. Ja, ist doch perfekt, das reicht uns. Ja. 3 Euro gespart! Yes! Yes. Ist es für heute? 21. Ja. Ja. 3 Euro hat sie bezahlt. Fragt man sich aber direkt, ist man gerade ein Scam, aber die war einfach. Ja. Die hat gesehen, dass wir hier angekommen sind. Ja. Und ist auch sofort wieder abgezogen. Also ich hätte ja auch 2 Euro hätte ich ihr wohl gegeben. Das ist die Bäckerei, die die Pastéis de Nata, die berühmten Puddingtörtchen, erfunden haben soll. Aber wir haben noch welche im Camper, deswegen kaufen wir jetzt keine neuen. Was ist das für ein Gebäude? Ein Kloster. Ein Kloster? Ja. Weißt du mehr darüber? Mehr weiß ich nicht, nein. Muss ich erst recherchieren. Okay. Danke. Bitte. Wir haben auch kein Ticket und bei der langen Schlange werden wir uns auch keins kaufen. Nee. Das Mosteiro dos Jerónimos ist ein Kloster aus dem 16. Jahrhundert, das vor allem aufgrund seiner imposanten Architektur eines der beliebtesten touristischen Ausflugsziele in Lissabon ist. Im Inneren sind nicht nur reich verzierte Kreuzgänge und eine Vielzahl von Skulpturen zu sehen, sondern auch die Sarkophage einiger bedeutender portugiesischer Dichter, Seefahrer und Könige. Beim nächsten Mal nehmen wir uns vielleicht die Zeit und erkunden das Kloster auch von innen. Musik.
Wir sind jetzt am berühmten Entdeckerdenkmal Lissabons angekommen, hinter uns. Das ist ein Denkmal, was ja so ein bisschen die Seefahrerkultur und Vergangenheit Portugals preisen soll. Ich habe da ehrlicherweise direkt so ein bisschen an Kolonialismus gedacht, aber hey. Ja, Vasco da Gama ist da zum Beispiel zu sehen, der den Seeweg nach Indien entdeckt hat. Ja, sagen wir mal, das ist positiv. Sehr windig hier. Ist ein bisschen kalt. Ja. Wir haben auch schon wieder nur 17 Grad oder so. Oh, das ist eine dieser schönen alten Straßenbahnen, ne? Und hier auf der anderen Seite hinter uns seht ihr auch schon die große rote Brücke, eins der Wahrzeichen Lissabons, die der Stadt auch den Namen San Francisco Europas eingebracht hat. Da hinten ist auch der ganze Altstadtteil, den wir uns dann morgen anschauen werden. Wir gehen jetzt aber erst noch mal ein paar Meter in die Richtung zum Torre de Belém, zum Turm von Belém. Wo sind die Delfine? Weiß ich nicht. Hier wäre ich auf jeden Fall auch nicht unterwegs, wenn ich ein Delfin wäre. Warum nicht? Zu kalt. Ja, jetzt nur, weil es heute mal einmal kalt ist. Ja, zu kalt. Guck dir das an. Da ist so viel Zucker drin. Es ist wirklich schade, dass hier gerade nicht die Sonne scheint und so ein richtiges Sommerfeeling rüberkommt, weil diese Promenade ist wirklich sehr schön. Mhm. Aber naja, was will man machen? Wetter kann man nicht ändern, ne? Nein. Guten Morgen. Ja, ich glaube, heute ist noch nicht der Tag, wo wir uns Lissabon anschauen werden. Es regnet gerade auch relativ stark und der Wetterbericht ist auch nicht wirklich vielversprechend. Ich denke, wir werden heute so ein bisschen Arbeitstag einlegen und dann unsere Daumen drücken, dass es morgen besser aussieht. Und ja, wenn es nachher mal aufhören sollte, können wir uns vielleicht zumindest den Campingplatz ein bisschen angucken. Das Wetter wurde den Tag über immer nur kurzzeitig besser, aber das hat zumindest gereicht, um das Gelände ein bisschen zu erkunden. Kommen wir jetzt also zu einer kurzen Vorstellung des Campingplatzes. Beachtet dabei, dass für uns nach Porto vor 3 Wochen erst das 2. Mal in 3,5 Jahren Wohnmobilreise ist, dass wir auf einem richtigen Campingplatz übernachten. Wir haben also nicht ganz so den Vergleich zu dem, was heute vielleicht andernorts Standard ist.
Aber auch so stellen wir fest, dass das Gelände des Lisboa Camping & Bungalows riesig ist. Wir haben die Stellplätze nicht gezählt, aber es dürften locker 200 sein, eher mehr. Dazu kommen Flächen für Zelte und eine ganze Reihe an Bungalows im weitläufigen Park. Über den Campingplatz verteilt gibt es allerhand Einrichtungen. Ein Outdoor-Schwimmbad, ein Restaurant, einen kleinen Einkaufsladen, Fußballplätze, Tennisplätze und sogar einen Funpark samt Spielplatz und Streichelzoo, der bei unserem Besuch in der Nebensaison aber geschlossen schien. Dazu gibt es Waschmaschinen und Trockner und natürlich eine ganze Reihe an Sanitärhäusern. Und gerade bei denen fällt auf, dass hier vieles doch ganz schön in die Jahre gekommen ist und ein bisschen mehr Pflege oder sogar Renovierungsarbeiten gebrauchen könnte. Wirklich einladend sehen die Toiletten und Duschhäuschen nicht aus. Wobei es hier, glaube ich, etwas verstärkt wirkt, da der starke Regen ganz schön viel Laub und Äste von den Bäumen geschüttelt hat. Die etwas heruntergekommenen Einrichtungen stören uns jedoch ehrlicherweise nicht, da wir sowieso unsere eigene Dusche und Toilette nutzen und ja auch vor allem deswegen hier sind, um uns die Stadt anzuschauen. Und für einen Städtetrip gibt es unserer Meinung nach kaum bessere Möglichkeiten. Der Campingplatz liegt verhältnismäßig zentral und ist gut an den ÖPNV angebunden. Die meisten Stellplätze verfügen nicht nur über einen Strom, sondern auch einen Wasser- und Abwasseranschluss. Und alles, was man irgendwie brauchen könnte, gibt es vor Ort. Da der Platz recht nah an einer der Stadtautobahnen liegt, muss man mit Autolärm rechnen. In einigen Bewertungen haben wir zudem von lauter Musik durch das angrenzende Restaurant / Veranstaltungslocation gelesen. Wir waren auch über das Wochenende hier und haben davon nichts mitbekommen. Und da wir sehr ähnliche Bewertungen auch bei der einzigen stadtnahen Alternative, einer Art Kulturzentrum mit angrenzendem Stellplatz im Innenhof, gelesen haben, glauben wir, dass der Campingplatz hier alles in allem die bessere Lösung ist. So, und jetzt auf geht's ab in die Stadt. Ja. Sogar die Sonne ist ein bisschen rausgekommen, also gerade keine Wolken am Himmel. Mhm. Sehr schön. Guten Morgen. Bist du doch müde? Ja, ne? Für den Weg ins Zentrum nehmen wir an diesem Tag den Bus. Die Bushaltestelle ist 200 Meter zu Fuß. In knapp 40 Minuten ist man ganz ohne Umsteigen mitten in der Stadt und ein Ticket kostet nur 2 Euro pro Person. Unser erstes Ziel ist ein Aussichtspunkt hoch über der Stadt und wir waren schon so ein bisschen, jetzt müssen wir die ganze Zeit bergauf laufen, aber es gibt eine Rolltreppe. Mega gut. Mal gucken, wie weit die führt. Ja, die Aussicht ist auf jeden Fall ein Traum. Es lohnt sich definitiv, hier mal hochzulaufen, auch wenn uns die Sonne gerade ein bisschen blendet. Wahrscheinlich ist es noch besser, hier zum Sonnenuntergang mal herzukommen. Mal gucken, ob wir das heute Abend noch machen. Und ja, die Kreuzfahrtschiffe unten zeigen, dass es eine beliebte Kreuzfahrtschiff-Destination ist in Lissabon. Thank you.
Wir sind jetzt hier auf der Pink Street. Das ist das ehemalige Rotlichtviertel hier in Lissabon. Ist jetzt aber ein Vergnügungsviertel mit Bars. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben eine kurze Pause in dem Timeout-Market gemacht. Ist schwierig, einen Sitzplatz da zu bekommen zur Mittagszeit. Oder jetzt geht's weiter? Ja. Yep. Wir haben richtig Glück mit dem Wetter. Es scheint immer noch die Sonne. Also es ist viel besser als angesagt. Wir mussten es natürlich beschreien, jetzt fängt es ein bisschen an zu regnen. Dreimal dürft ihr raten, welchen Tag wir heute haben. Sonntag vielleicht? Vielleicht. Verdammt. Ja, hier ist eine Kirche, dessen Dach fehlt, denn das ist beim großen Erdbeben in Lissabon eingestürzt. Und seitdem wird das hier als Museum weitergeführt und soll eben sehr cool aussehen, die Kirchenwände zu haben, aber das Dach nicht. Aber ja, können wir uns von ihm jetzt leider nicht anschauen. Jetzt sind wir rübergelaufen zur LX Factory, was ja ein alternatives Kunstzentrum ist in einem ehemaligen Industrieviertel. Und hier gehen wir uns jetzt ein bisschen umgucken. Ja, das war tatsächlich sehr, sehr cool. Wenn ihr mal hier in der Nähe unterwegs seid und Lust habt auf ein bisschen Kunst und abwechslungsreiches Essen, dann kommt in jedem Fall hierher. Und wir, auch wenn wir jetzt noch nicht ansatzweise alles gesehen haben, was Lissabon sicherlich zu bieten hat, machen uns jetzt auf den Weg zurück zum Camper für heute. Und ich denke, an dieser Stelle beenden wir auch das Video. Und übrigens,
Vielen, vielen Dank für 40.000 Abonnenten. Oh ja, wirklich. Also wir haben uns wahnsinnig gefreut, als wir gesehen haben, dass wir diese Schwelle überschritten haben. Ja. Also vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr hier mit dabei seid. Das freut uns wirklich sehr. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt eure Chance, bevor wir die 50.000 irgendwann mal erreichen. Klickt sehr, sehr gerne unten auf den Abonnieren-Button. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auch gerne auf den Daumen hoch. Beides würde uns sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, wir beenden jetzt dieses Video. Lissabon hat uns sehr gut gefallen, das, was wir jetzt davon gesehen haben. Aber mir hat Porto ein bisschen besser gefallen, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir da einfach irgendwie deutlich besseres Wetter hatten als hier. Das mag sein. Wie ist es bei dir? Mir auch. Mir hat es auch ein bisschen besser gefallen. Ja, naja, vielleicht müssen wir hier einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit verbringen. Wir können uns sehr gut vorstellen, hier noch mal irgendwann in Ruhe herzukommen und ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Aber jetzt haben wir ehrlicherweise nach Sintra und Lissabon doch sehr Bock wieder auf Natur und ein bisschen Ruhe und Strände und Natur einfach. Wir freuen uns also sehr, aus Lissabon dann jetzt auch in den nächsten Tagen wieder rauszufahren. Wenn ihr Lust habt, rauszufinden, wie es mit uns weitergeht, wir werden nämlich Richtung Algarve fahren, dann schaut auch gerne nächsten Sonntag wieder rein. Da melden wir uns mit Sicherheit mit einem neuen Video. Ja. Und damit jetzt endgültig viele liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal. Hast du dich an den Haus angepasst? Jetzt musst du ein türkis-grünes anziehen. Oder jetzt musst du ein gelbes anziehen. So schnell bin ich. Ist kein gutes Chamäleon. Du darfst nicht so grumpy gucken, weil sonst ist es irgendwie ein Textbildschere, heißt es, glaube ich. Hier sehen wir eine ängstliche Tina, die versucht, die Straße zu überqueren. Ich glaube, wir müssen einen Tina-Tunnel bauen. Was quatschst du schon wieder? Nix. Ja.